Hallo und herzlich willkommen zurück bei Exit! Yeah! Wir waren in der letzten Folge in der Höhle und haben jetzt wieder genug Spaß hier beim Einsortieren dieser wunderschönen Rohstoffe. Ach ja, wir haben ja hier noch Gold. Gold lasse ich mal hier abzwacken. Ist das nicht schön? Hab ich mich jetzt aber vorhin schon erschreckt, ne? Ja. Sieht ja ähnlich. So, was ist denn Tiny Ore Bay? Wo sollen wir das reintun? Das packen wir einfach, ich pflanze das draußen irgendwo an. Einfach in die Wände packen. Okay. Ich schwirle an. Nee, schwirle man nicht. Okay. Okay, wir haben jetzt nochmal zwei neue Eisenblöcke, Goldblöcke. Und jetzt packe ich eben mal ein bisschen Eisen in die Smattery. Einfach in die Wände packen, sagte er. Ich werfe das jetzt ins Wasser, so. Wo tun wir denn hier Flint in Steel rein? Brauchen wir nicht, ne? Flint also, in Steel? Nicht Flint in Steel, sondern einfach Flint. Das packt mir eigentlich in die Gravelkiste, oder nicht? Nee, ich pack das jetzt zu sonstiges, das braucht ja kein Schwein. Okay. Emeralds sind hier drin, die kommen noch hier rein. Tiny Ore kann hier rein. Achso, dann müssen wir mal hier wieder die Playlist reinmachen. Warum hast du Glowstone das hier reingepackt? Wo? In die Dingskiste. Ja, weil es auch Rohstoffe sind. Ja, aber das ist nicht kein Erz. Das kommt zu besonderen Sachen. Ach nee, wir haben doch eine Redstone-Kiste, fällt mir gerade ein. Ja. Ja, die hatten wir doch, glaube ich, gemacht letztes Mal. Genau. Die ganzen... Wo hast du jetzt die Büschchen getan? In zu den Büschen bei Pflanzen. Ah, okay. That's what she said. Sand da. So. Was ist das denn hier, das Leuchtende? Wo willst du die Meteoren-Chips haben? Hey, tastes like Creeper. Creeper. Lecker. Ich glaube, daraus mache ich mir jetzt erstmal eine Schaufel. Schaufel. Nein, daraus können wir uns ein Meteor-Schild bauen. Das baue ich jetzt mal eben. Wo willst du Marbles haben? In Steine. So, ich baue uns mal eben dein Meteorschild. Hä, wo haben wir denn jetzt Kies hingepackt? Beziehungsweise, wo hast du dein Kies hingepackt? Ich habe mein Kies noch im Inventar. Okay, ich wollte nämlich schon sagen, das ist so ein bisschen wenig, was da drin ist. Ja. So. Wir packen die Meteorchips zu einem besonderen Material. Das hier rein. Ich stelle uns mal kurz aus ein Meteoritenschild auf. Willst du es sehen? Meteorschild? Ja, warte. Da, hol deinen Flugstoff. Wie heißt der nochmal? Electric. Electric war es doch, ja gut. Hups. Zu weit. Genau. So. Zack, das ist der Meteoritenschild. Und der hält jetzt Meteoriten ab. Ja, in einem geringen Radius, den kann man noch verbessern, indem man Meteoritenchips reinpackt. Ja, ich weiß jetzt nicht. So zwei Blöcke drumherum hält er die Meteoriten ab. Warte, ich gehe mal kurz, ich habe meinen Meteoriten. Nein. Ich nehme mal kurz Meteoritenchips und dann müsste es eigentlich verbessert sein. Lässt du die Tür bitte auf? Danke. Hier war ich gar nicht. So, jetzt da reinpacken. Erz, Kohle kommt da noch rein. Sonst haben wir nämlich ganz viel von diesen Creepern-Köpfen noch. Ups! Kommt dein Meteorit? Doch, nicht jetzt schon. Boah, ich dachte schon. Halleluja! Wäre jetzt geil gewesen. Hey, lass meine Sachen da. Was hast du getan? Warum ist das passiert? Was hast du getan? Nichts. Da ist jetzt eine gelbe Kugel weggeflogen von dem Teil. Ja, das ist normal. Was tut die? Nichts. Ich habe das nur gerade eben aufgeladen. Was macht sie? Warum fliegt sie weg? Sie hat Angst vor dir, sie ist schüchtern. Ja, und warum bist du jetzt gestorben? Weil ich runtergefallen bin. Ich dachte schon, es wäre irgendwas Spannendes gewesen. Ich muss gucken, wo meine Spitzhacke ist. Hab ich sie nicht? Ich hab sie immer noch nicht.
Ich habe meine Spitzhacke verloren. Bam, badam, bam. So, und wir haben nämlich heimlich, muss man sagen, auf einer Testwelt, hatten wir ja schon gesagt eigentlich, das ist ja gar nicht heimlich, auf einer Testwelt schon ein bisschen weiter gebaut, ziemlich weit gebaut, um mal so grob zu gucken, wie wir das hier alles aufstellen. Und dabei kam raus, dass wir einiges an Arbeit vor uns haben, wenn wir es so bauen wollen, wie wir es tun. Oh ja, Baby. Und ja, der Max, der baut jetzt gleich die Smeltery weiter und ich baue jetzt hier erstmal die Farm weiter und dann baut der Max seinen Hexenturm und ich mache die Schmiede und... Ja. Und wir bräuchten so langsam mal, so langsamerer sicher bräuchten wir aber auch mal ganz viel, genau. Bücher. Ja, Bücher können wir uns ja dann mit dem... Haben wir überhaupt eine... Nee, wir haben gar keine Zuckerrohrfarm. Nee, ne? ich pflanze mal kurz ein bisschen Zuckerrohr an. Hier ist auch schon angepflanzt. Ja. Genau. So, und jetzt baue ich hier erstmal in Ruhe diese wunderschöne Erde ab. Das ist nämlich jetzt die Traumarbeit eines jeden. Und es macht euch auch viel, viel Spaß beim Zugucken. Nein, macht's uns nicht! Dementsprechend bräuchten wir mal ein Thema, worüber wir reden. Worüber reden wir denn jetzt? Was wäre denn... Wie war denn für dich das Jahr 2013? Ja, langweilig. Es ging schnell vorüber, muss ich sagen. Es irgendwie kam dir das auch so vor, dass es einfach mal so da ist und pff, weg ist es. Ja, fand ich auch. Ich fand auch, es ist irgendwie überhaupt nichts Spannendes passiert. Nö. Doch, wir haben uns kennengelernt. Das kommt mir schon auch in eine Ewigkeit. Was war denn dein Spiel des Jahres 2013? Ich bin da mal weg. Ich hasse diese Frage. Mir fällt gar kein wirkliches Spiel ein, was jetzt 2013 rausgekommen ist und wo ich sage, boah, das ist schon echt genial. Da fällt mir einfach nichts ein. Ja, also ich habe ja, das kann ich ja mal sagen, weil wenn die Folge rauskommt, ist die... zwei Creeper! Komm mal her, Creepy, du kannst das hier mal explodieren lassen. Dann muss ich das nicht abarbeiten, das ist sehr nett von dir. So, nicht abgraben, meinte ich. Das war das Wort. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. So, komm, schlafen. Okay. Okay, ich bin schon unterwegs. Was machst du eigentlich gerade? Ach, nichts. Ach, nichts. So. Dass es nicht wunderbar aussieht. Sag mal, war dein Boden nicht vorher noch Gold? Nein, der war aus Eisendiamant und Eisen. Warum ist der jetzt so weiß? Ach so. Now I get it. Also, ich kann es ja sagen, weil jetzt, wenn die Folge rauskommt, war die Toads-Woche ja schon lange. Ich habe ja für meine aktuelle Toads-Woche, die jetzt letzten Samstag rauskam, habe ich mir ja mein Spiel des Jahres 2013 rausgesucht. Und war auch echt, fand ich auch recht schwer, deswegen habe ich mir auch einfach mal im Internet eine Liste gesucht mit allen Spielen, die 2013 rausgekommen sind. Und ich muss tatsächlich sagen, ich fand 2013 kam kaum Spiele raus, wo ich mich voll drauf gefreut habe. Ja, ist echt so. Es waren halt immer nur so, dass ich irgendein Spiel gespielt habe, so, wo ich mir dachte, ja, es könnte ganz gut werden, und dann war es ganz gut. Aber nicht so, dass ich mir dachte, boah, ja, das muss ich unbedingt jetzt spielen, da freue ich mich schon sau drauf. Ja, kenne ich. Das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Also, ich sag jetzt mal einfach in einer random Liste, damit ihr auch das spannend habt, falls ihr die Toads-Woche noch nicht gesehen habt. Ich habe jetzt zum Beispiel Spiele wie Outlast, Payday, Brothers, The Walking Dead 2, Rayman Legends, Tomb Raider. Tomb Raider. Und The Bioshock Infinite. The Bioshock. Also, das kam alles raus. Das realisiert man ja gar nicht mehr so. Vor allem Tomb Raider. Relativ am Anfang des Jahres und es war ziemlich heiß. Also das Spiel und Lara auch. Tomb Raider. Und ja, weiß ich nicht. Also es war... Ist so, ne? Alles Mögliche. Tomb Raider. Jetzt reicht's aber mal mit deinem Tomb Raider. Da hören Sie mal. Nee, nicht hören Sie mal. Wie fandest du denn Outlast? Hast du Outlast gespielt oder geguckt oder so? Nee, gar nicht. Das ist irgendwie voll an mir vorbeigezischt. Mann. Du bist einfach nur eine Pussy. Du hattest Angst. Gib's zu, ne? Nein. Nein, gut. Hätte ich das Spiel gehabt, hätte ich davon auch ein Video gemacht. Ja?
Jo. Dann, wenn du nächstes Mal hier bist, machen wir ein Outlast Let's Play, ne? Okay. Ich habe damit kein Problem. Horrorspiele sind für mich nicht wirklich schlimm. Verdammt. Dann machen wir keins. Ich finde Horrorfilme viel schlimmer als Horrorspiele. Echt? Ja. Finde ich andersrum. Bei Horrorfilmen muss ich immer lachen, weil, weiß ich nicht, ich finde es zwar spannend, aber nicht so, dass ich mir denke, oh. Weil, ah, Mann, noch nicht, das gibt's doch nicht. Wie viele Creeper sind denn jetzt hier? Ja, eh, dass sich noch beschwert, dass keine Monster da sind. Ja, Monster, aber doch keine Creeper, Mensch. Das sind Monster. Nein, Creeper sind kacke Arschlöcher. Du Rassist. Kacke Arschloch-Wichser, so. Was wollte ich mir gerade holen? Ach, genau. Runterholen. Stefan. Ja, ist super. Einfach. Sorry. So, jetzt kriege ich auch keinen Fallschaden mehr. Jetzt kriege ich auch keinen Fallschaden mehr. Jetzt habe ich ja voll die Hallus, weil ich überall Creeper sehe. Geh mal ins Lager. Nein. Da schlägt irgendwann der Blitz ein und dann wird das zu einem echten Creeper. Ich sehe es schon kommen. Wie soll denn da der Blitz einschlagen? Mein Gott, um die Ecke? Man soll ja auch, wenn es gewittert, nicht die Fenster auflassen. Oder wenn, dann zweites Fenster aufmachen, damit der Blitz auch wieder raus kann. Ja, Kugelblitz. Mann, da ist schon fast wieder die Folge um, das ist ja unglaublich. Echt? Das geht nicht, nein, nein! Unglaublich. Ich will das noch nicht. Oh, nee, nee, jetzt, nee. Aber wir müssen mal bald anfangen mit den langen Folgen. Wollten wir ja eigentlich schon länger machen. Ja. Jetzt mal so 20 Minuten Folgen machen, aber jetzt ist noch ein bisschen zu früh dafür, glaube ich. Warum? Darum. Ach so. Weil ich im Moment 3 Let's Plays habe, das kriege ich nicht hochgeladen. Ah, okay. Und du schon gar nicht. Oh doch. Oh doch. Ich mach mal hier so ein bisschen Terraforming, weil ich so toll kann, einfach. Ach, deswegen. Okay. Und was machst du gerade so? Kein Kommentar. Unnütz, nix. Ich bin einfach dumm. Ja. Sehr, sehr gut erkannt. Es tut mir doch so leid. Nee, ist schon okay. Nein, das tut mir so leid. Ja, jeder das, was er kann, ne? Ich wüsste zwar jetzt auch auf Anhieb nicht so ganz... Ah, Creeper! Ah, nee, doch nicht. Auf Anhieb nicht so ganz, was du kannst, aber das wird... Irgendwas kannst du schon. Hast du eigentlich irgendein Talent? Also so irgendwas total Lustiges, weiß ich nicht, Zunge rollen oder so. Oh, wie lustig. Nö, ich bin untalentiert. Ich bin untalentiert und das weißt du. Ja, das weiß ich tatsächlich. Aber wir bräuchten so voll dieses automatische Lagersystem, das wäre so toll. Können wir reinpacken. Ja, wie willst du das denn machen? Da müssen wir einfach nur auf den Server das noch mit draufpacken und ihn selber uns runterladen. Ja, das stimmt. Das könnte man tatsächlich tun, aber... Ah, Mann! Was wollte ich denn? Das wäre so aufwendig. Ja, eben. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja! Was denn? Fenze wollte ich holen. Und ich habe ja jetzt endlich fertig, womit ich gerade angefangen habe. Ha! Ach, verdammt, das ist falsch. Pops, du dumm, ey. Ja, ich weiß. Ich hatte gerade so einen kleinen Denkfehler. Nee, das ist mir zu anstrengend, das jetzt alles umzubauen. So, gleich schon wieder die Aufnahme um, ey. Ist krass. Ja, ne? Das sagst du jetzt schon zum dritten Mal. Ja, ich weiß. Also krass, ne? Ist gleich schon wieder um. Ey, weißt du, was noch krasser ist? Dass die Aufnahme gleich schon wieder um ist. Ja! Hammer. Boah, ist so heftig. Heavy. Voll heavy. Wo ist denn heavy? In the middle of the street. In the middle of my house. Nee. Ja, da ist die Toilette, ne? Nein, ich habe keine Toilette. Wir haben ein Loch. Wir haben ein Plumpsklo. Plumpsfallera. Plumpsfallera. Nein, ein Loch. In das Loch kann man sehr gemütlich reinkacken. Vielen Dank für diese Information. Ja, es hat mich wirklich erquickt, sie zu hören. Ha. Jetzt bin ich aber fertig mit dem, was ich machen wollte. Na, hoffentlich. So. Ich bin fertig! Ja, mit den Nerven und allem, ne? Ja.
Ja, gut, wir sehen uns in der nächsten Folge von Exit! Bis dahin, tschüss! Tschüss!